Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Rennen von Japan. So, da der Virus sich angestellt hat, muss ich das jetzt machen. Grüß dich, Virus. Servus. Wollen wir nochmal gucken. Ja, wir durften uns ja jetzt Reifen aussuchen, sozusagen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, 8, 9 Runden kann man damit fahren, wenn man es gescheit hinkriegt. Aber erstmal müssen wir sowieso den Start überleben. Dann wollen wir das direkt mal gucken tun. Na, scheiß sauber hier. Nee. Ah, keinen perfekten Start, aber. Oh, wo ziehen die denn jetzt schon hin? Komm, lasst mir noch die Lücke bis dahin offen. Nein, machen sie natürlich nicht. Aber ich habe nichts kaputt, lol. Das war ein starker Start, gut gemacht. Das heißt, guter Start. Oh! Ja, das ist mich jetzt wieder erwischt. Ja, ich habe mir auch schon Schaden am Frontflügel. Mein Gott, Wehrlein, du fahr doch mal hin, Mensch! Ein Bauernwagen, ey! Ja, ups. Ich sag, ein Penner, ey. Ja, ich hab die Kollision verursacht. Genau, die hauen mich raus und ich verursach die Kollision. Ja, alles klar. Ja, klar. Ich habe ja auch gar keinen Frontflügel mehr. Ist klar, Murat. Ja. Otzenstampf. Die hauen mich raus und ich krieg die Strafe für Kollision verursachen. Ja, verursachen. Alles klar. War das neue Update ja sehr hilfreich gewesen. Das ist doch... Ein Rennen für den Horst. Horst. Ja. Vor allem, weil hier die fahren wie die letzten Glänzer, hast du gar keine Chance. Sonst, wenn was kaputt ist. Katastrophe. Ah. Jo, das heißt, ich kann mich jetzt direkt der Box anschließen. Kann ich mir direkt meine Strafe noch mit abholen. Ach scheiße, jetzt kann ich auch keine Reifen wechseln. Ach kacke, ich wollte eigentlich andere Reifen haben. Oh, die sind schlau, die machen mir schon die passenden drauf. Die überbrücken jetzt sowieso nichts mehr, jetzt loszufahren. Da sind noch zwei andere die Box gefahren, aber... Halbe Runde Rückstand jetzt. Eieieiei. Wow. Da vorne der Punkt noch mal rangekommen, ey. Uiuiui. Ja. Wenn ich den kaputten Scheiß Spoiler nicht gekriegt hätte, dann. Idioten, ne? Naja, dann fahren wir halt hinterher. Direkt vor dir ist einer der Renault-Fahrer. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Eine halbe Runde Rückstand, fast. Ja, mehr als eine halbe Runde. Ja, super. DRS bringt mir auch viel, wenn ich sowieso am Arsch der Welt bin. Ja.
kratzen mit dem Dior. Nein! Du beschissene Karre! Ah, Mann! Blöder Scheiß Willi, ey! Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Ich wollte doch nicht, Ella. Gut, das ist da. Mann, Mann, Mann. Nee, nee, nee. Oh. Ah. Ja, macht man nix. Komm schon, Alter. Ich weiß, der Spoiler ist dunkelorange, aber das muss ja noch gehen. Oha, auf der Strecke. Ich hatte das ja eben auch. Da kannst du es voll vergessen. Komm einfach nicht ran. Fahrer vor mir. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. 30 Sekunden, ja. Wie die einem hinten drauf fahren, diese Scheißaffen. Naja. Oh, mit diesen weißen Reifen, ey, das ist auch eine Sache für sich. Ich bin hinter deinem Teamkollegen. Oh, ich sehe schon. Wäre mal schön, wenn ich mal überhaupt mal wieder einfach die Linse kriegen würde hier. Ich fahre schon hart am Limit, sollte ich vielleicht auch sein lassen. Oh. Sonst komme ich ja gar nicht mehr ran, wenn ich hier rumfahre, wie so ein alter Oma. Oh, 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 Alter! Teamkollege ist in der Boxengasse, okay. Oh. Nicht nur ich. Huch. Ja. Abstand zum Teamkollegen. Oh, komm schon! Fahrer vor mir.
Sehr schön, dass ich zu dem aufhole, aber bis ich dran bin, das dauert ja noch Jahrzehnte. Die ersten sind schon Richtung Box unterwegs. Bringt rein gar nichts. Wow, einen habe ich gekriegt, aber nur weil er in der Box war, lol. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen. Das ist ärgerlich. Vor mir, die waren ja auch schon alle in der Box, glaube ich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Mann. Du musst diese Runde reinkommen. Das ist so kotzen. Oh, du bist ja gut dabei da vorne. Oh ja, bringt mir noch nicht hier. Oh, doch schon. Wenn du in die Box gehst, verlierst du nicht so viel. Weil so viele hast du ja da vorne nicht mehr. Dein Teamkollege macht echte Arbeit. Ja, die muss ja auch noch in die Box. Ja, der Ferrari hinter sich und den Bottas hinter sich. Der Ferrari weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, ob das der Raikkonen ist oder der Vettel, deswegen. Den Bottas habe ich gesehen, weil ich den vorhin noch überholt habe, als er aus der Box kam. Weil das Problem habt ihr beide ja noch, dass ihr in die Box müsst, so eher so wie du. Ja, langsam oder sicher komme ich an so 2-3 ran, aber das bringt mir dann im Endeffekt auch nichts. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viele von denen schon in der Box waren und welche nicht. Thank you.
sind ja eh nur noch 4 Runden, da geht hier sowieso nicht mehr viel, Jeff. Zu früh. Da haben wir uns letztes Mal noch unterhalten. Weißt du noch? Kurve zu früh, bremst zu viel? Jo. Hatte ich gerade. Viel zu früh. Ja, da habe ich jetzt einen Bottas direkt hinter mir. Da! Ungerechtigkeit. Oh, scheiße. Ich habe auf die Karte geguckt. Aufs Gras gefahren. Nicht so toll. Mal gucken, was die beiden Renaults jetzt machen hier. Ah, ich wusste, dass er rüberzieht. Weiß ich Bescheid, Jeff. So lange brauchen wir das Benzin doch sowieso nicht. Fahrer vor mir. Was für ein katastrophales Rennen.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, Jeff, 3 Runden brauchen wir aber nicht mehr für das scheiß Benzin. Das Rennen ist für uns vorbei. Schwarze Flagge für uns. Fahr zurück an die Box. Warum? Was? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wie, was zum Geier war doch... What? Och, ich dachte, er merkt's, aber anscheinend doch nicht. Oh nein! Disqualifiziert, warum? Nur weil ich nicht in der Boxengasse war und hab die Reifen gewechselt? Mein ja, ein Stopp musste machen. Scheiß Spiel. Ich hätte gewonnen, definitiv! Ja, Sting! Wenn du in die Box gefahren wärst, nicht. Scheiß Reifenwechsel. Mister, kam mit den Gelben noch so gut klar? Ja, kann man mal sehen. Hier, yeah, nicht ganz gaga da. Ist da zum Kotzen. Ja, Freunde, ihr habt euch genauso gefreut wie ich jetzt, ne? Aber so passiert das halt nun mal. Wenn du nicht das machst, was die Boxengasse macht, dann kriegst du einen richtig Rektum-mäßig einen weggeschnippelt. Ach ja, nur weil es ist hier. Absoluter Schwachsinn. Ah. Ah. Nee. Jetzt mit dem kaputten Flügel, da krieg ich die beiden sowieso nicht gehalten. Dann sind sie vorbeigezogen. Ah, ärgerlich. Dieses Rennen war dann wohl für alle Katastrophe. Du bist wenigstens noch 13. Ja? Gehst ja, noch eben war ich noch 12. Du gehst wenigstens noch durchs Ziel. Da weiß ich noch nicht, mit roten Spoiler. Hat ein Scheißspiel, Alter. Boxen hier oben, Alter. Aber denkt sich ja so ein Quatsch aus. Wenn ja, sonst so wäre es doch zu einfach, sonst könnte doch jeder durchfahren. Ja, wenn es so aber geht, dann fahre ich auch weiter, Mann. Was soll denn dieser Schwachsinn, ey? Ja, das geht nur bei im Dings. Ja, danke. Hültenberg, danke. Das geht auch nur im Spiel. In echt geht das nicht. Werde ich halt 14. Mal wieder. Gibt eh keine Punkte, aber egal. Oh, Ricciardo fährt ja so lahm, aber den habe ich nicht mehr gekriegt. 14. Katastrophal, Katastrophe. Yeah. Keine Punkte. Yeah. Nee. Getürktes Scheiße doch. Die haben sie doch gekauft. Harris, ist auf dem Treppchen. Wie kommt das denn? Krasses Pferd. Ei. Gucken wir nochmal schnell eine Rennleitung. Oh, da gab es bestimmt viele Vorfälle. Ja, sag ich doch. Ich bin auch ein paar Mal dabei. Kollision. Iros halt, die erforderlichen Reifenmischungen wurden nicht verwendet. Machst du nix. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das Rennen war für Horst. Wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder. Macht's gut. Ciao.